Und herzlich willkommen alle. Wir sind heute bei einem Live-Commentary, sprich, ich nehme das Ganze auf, ohne vorher das Replay gesehen zu haben. Und zwar live auf Twitch. Wir gucken dem guten Gießenkraft zu, wie er in seinem FCM auf Highway abgeht. Da bin ich wirklich mal gespannt, was er da jetzt zaubern wird. So, und das Game geht los. Und Gießen steht in der Basis, guckt sich erstmal an, wo verteilt sich unser Team. Man muss bedenken, dass die Gegner sehr starke Heavys hier haben. IS-3, IS-6, Oho. Der FCM ist zwar auch ein Heavy, aber doch eher mit der Geschwindigkeit und der Panzerung eines Mediums. Und wenn ich das richtig sehe, fährt Gießen auch tatsächlich so, wie es ein Medium machen würde. Man kann sehr gut in die untere Position hier fahren und da zumindest mit dem etwas schwachen Turm, aber doch halbwegs bouncy vom FCM spielen. Das Schöne am FCM ist, er sieht maximal Tier 9 Panzer, hat eingeschränktes Matchmaking und eine wunderbare Kanone. Man kann es hier nochmal kurz nachgucken. 212 Durchschlag mit 240 Schaden und eine Nachladezeit von gerade einmal 6,5 Sekunden, das ist für einen Heavy immens. Hier ist Gießen jetzt auch direkt aufgegangen. Ihr seht, er ist am weitesten vorne natürlich als Heavy, auch mit einem schlechten Tarnwert. Wäre natürlich ein Scout jetzt sehr praktisch. Der hat aber lieber Lust, hier hinten auf E9 rumzugammeln, wie ein krasser Pro. Aber immerhin lebt er noch. Das ist schon mal mehr, als die meisten ELC-Fahrer von sich behaupten können nach 2 Minuten im Spiel. So, und da fährt Gießen jetzt ein bisschen nach vorne, behält aber immer den Berg quasi zwischen sich und dem Gegnerteam, sodass er im Notfall schnell zurückfahren kann. Da ist er gespottet und wir gucken uns jetzt das Ganze wieder aus seiner Sicht an. Da ist ein T-44, der ihn nicht bemerkt. So, wie es aussieht, benutzt Gießen jetzt auch hier sehr viel Auto-Aim. Kann ich persönlich nicht so nachvollziehen. Ich meine, Gegner hatte sich ja nicht mal bewegt. Ah, da gibt ihm jetzt schon 2. Ja, und da seht ihr, der Turmmantel kann schon ein bisschen was abhalten, aber auch nicht alles. Und da hat er vom T-44 den Commander rausgenockt bekommen. Wir können mal kurz gucken. Der Schuss ist ja durch die Kuppel gegangen. Man kann leider jetzt nicht sehen, wie die Su getroffen hat, aber wahrscheinlich den Kanonenmantel. Jetzt kommt da ein Indienpanzer angeraust. Was will denn der jetzt hier? Na, kriegt er direkt mal eine. So, hier. Bro, das ist mein Gebiet hier. Such dir dein eigenes Gebiet. Und da hat er auch schon den zweiten Schuss drin. Und ihr seht diese wunderbare Nachladezeit. Schöner Kettentreffer da von Gießen. Na, executed er den T25? Nein, er will den Indien. Indien niemals in den Turm schießen. Der ist ähnlich angewinkelt wie der Löwenturm. Ja, gut. Außer man trifft natürlich genau mittig drauf, neben der Kanone. Dann kommt man durch. Aber prinzipiell würde ich euch das nicht empfehlen, dahin zu schießen, absichtlich. So, auch hier ist der T25 schnell executed. Und es geht actiongeladen weiter. Oder campt der Gießenkraft jetzt noch ein bisschen? Gucken wir mal. Ja, er will jetzt erstmal ein bisschen warten, bis das Team sich neu aufgeformiert hat, aufgeschlossen hat. So, und da ist der T-44 offen. Hat sich auch zurückgezogen, eine defensivere Position. Aber das, ja, hat ihm nichts genützt. Tot ist er. Oh, da schleicht sich links von uns ein IS-6 an. Da hinten können wir ihn sehen. Gießen ignoriert ihn aber erstmal, weil er sowieso keine Schusslinie herbekommen kann. Und auch hinter dem Gebäude, hinter dem er gerade campt, ziemlich nutzlos sein dürfte. So, ihr seht hier schöne Hügelarbeit. Und man muss immer ein bisschen aufpassen. IS-6 sind gut gepanzert. Auch für 212 Durchschlag ist das nicht zu verachten. So, daher hier Vorsicht walten lassen und weiter mit dem Turm spielen. So, da ist die Su jetzt auch schon gestorben. Jetzt fehlt dem Team leider ein bisschen die Sicht. Muss man einfach sagen, dass das dass die Scouts hier keine gute Arbeit geleistet haben. Aber wir wissen es doch alle, wenn man will, dass etwas richtig gemacht wird, dann muss man das selber machen. Unter anderem zum Beispiel an so einem IS-6 abprallen. So, er versteckt sich einfach jetzt hinter dem Haus
was man nicht mehr wegschießen kann. Guter Schachzug auf jeden Fall von ihm, aber er bleibt weiterhin da hinten nutzlos. Ich verstehe auch nicht, warum Gießen sich da jetzt so drauf versteift. Denn der E6 kann von dort aus ohnehin nicht wirken und ist recht nutzlos für sein Team. So, aber er greift ihn jetzt wohl an, so wie es aussieht, und möchte ihn unbedingt rausnehmen. Er hält hier schön das Haus bzw. den tieferen Grund bei sich, aber da ist er aufgegangen. Ja, schauen wir mal, wie er das macht. Ja. IS-6 hat nur 175 Durchschlag, aber das reicht halt leider bei einem FCM. So, daher hält er jetzt hier das Haus zwischen sich und dem IS-6. Guckt hier, ob er vielleicht dem VK eine mitgeben kann. Na, da reicht leider die Gun Depression von, ich glaube, 7 Grad sind das. Leider nicht aus. Aber für die Suche dann doch. Und gucken wir einfach mal weiter. So wie es aussieht, ist er nicht mal gespottet, was mich ein bisschen wundert. Und der T-34 fährt hier einfach an dem IS-6 vorbei, als ob er sonst nichts zu tun hätte. So, und da ist die Kanone kaputt. Wir haben auch schon kein Rep-Kit mehr. Also bleibt sie nur kaputt. Naja, aber wenn der Schuss genau durch die Mitte geht, dann passt das doch trotzdem. Ist natürlich jetzt die Frage, wie soll Gießen hier agieren? Er ist im Prinzip alleine hier, hat keine Rückzugsmöglichkeit. So, er ruft um Hilfe deswegen. Jetzt können wir mal gucken, sein Team scheint nur so indirekt zu reagieren. Der ES6 wird zwar angesagt, aber er lebt noch. Macht quasi einen auf den Holzmichel. Und da sind wir offen. Was ist denn da jetzt passiert? Ah, ein AMX. Gut. Die Panzerung reicht zwar eigentlich gegen AP, aber zumindest aussieht, hat er gerade HE geschossen. Also, der FCM ist jetzt nicht super gepanzert für ein Heavy, aber mit HE, das klappt so nicht. Ja. Ja, zack. Ich weiß auch nicht, jetzt sieht es nach AP endlich aus, warum der AMX HE geladen hatte. Aber 1375 hat hier frontal kaum eine Chance zu penetrieren. Du hast knapp 100 mm. Dazu kommt noch die Winkelung. Das reicht für die kleine Kanone locker aus zum Abknallen lassen. Ja, und da haben wir jetzt auch noch 3 Gegner am Leben. Der T29 hat nicht einmal die Basis verlassen. Gut, wenn er nicht will, dann kriegt er halt von uns in die Seite. Wir gehen hier auch nicht auf. Ihr seht es schön, wie Gießenkraft hier den Baum benutzt hat, um den zwischen sich und dem Gegner zu halten, um die Sichtlinie zu verhindern. Aber der IS-3 sniped ihn und er ist jetzt im One-Shot-Range für alles, was noch lebt. Hat hier aber immerhin schon 6 Kills, also der Krieger ist uns sicher. Ich finde es jetzt gut, was Gießen hier macht. Er fährt erstmal jetzt wieder in den tiefen Grund, in den See, Fluss, ja. Einfach um näher an den Gegner ranzukommen, um ihn vielleicht selber aufzudecken und selber mit Glück nicht aufzugehen. So, da begeben sich auch der Tiger P und der T-44 in Position und jetzt warten wir einfach mal ab. Ich schätze mal, dass der ES-3 sich jetzt da Richtung Brücke verzogen hat, eventuell Richtung Cap fahren könnte. Das ist immer sehr schön hier auf der Karte, wie man sehen kann. Könnte auch jetzt hier hinfahren, also sprich, wenn ihr es auf der Karte seht, die Straße hier entlang in Stadt wieder, um einen anderen Schusswinkel zu bekommen. Oder eben dann hier oben lang ins Cap. Ja, und da fährt er auch tatsächlich zum Cap. Hat schöne Schelle gefangen vom T-44. Die Frage bleibt jetzt aber, wer kriegt tatsächlich den Krieger, wenn der ES-3 noch einen Kill macht? Hat er 7 und unser Gießen bleibt mit 6, geht also leer aus. Aber, da ist der entscheidende Schuss abgeprallt. Und auch der nächste geht in den Boden. Mit der kaputten Kanone ist das nicht so leicht. So, wer macht den entscheidenden Schuss? Gießen oder IS-3? Und schießt. Und nein, wir prallen wieder ab. Spannend, spannend. Gucken wir doch mal. Na, da
versucht ja ein bisschen so das Haus als Deckung zu benutzen. Kriegt es auch gut hin. Und Gießen bleibt weiter mutig. Prescht jetzt hier voran. Und da ist der IS-3 rausgefahren. Schaut nicht zu uns. Oh, und der IS-3 geht daneben. Können wir den Schuss setzen? Und jawohl, in die Lower Front Plate. Schön gerade rein. Das war der 7. Kill. Und die Kriegermedaille auf jeden Fall für uns. Jetzt ist nur noch ein Nashorn am Leben vom Gegnerteam. Schauen wir mal, ob wir das aufdecken können. Das Nashorn hat einen relativ schlechten Tarnwert. Das ist ein ziemlich großer Panzer. Naja, wir allerdings auch. Jetzt ist die Frage, wer drückt schneller ab? So. Schreibt der Jagdtiger, dass Gießenkraft hier warten soll auf den T-44, aber der sieht das gar nicht ein. Er prescht voran. Ja, sowas kann gefährlich sein. Games wurden schon verloren, weil ihr kennt es ja sicher alle. No cap, kill all. Was jetzt allerdings hier auch eher angebracht ist, das Nashorn könnte uns auf jeden Fall outspotten. Daher sollten wir hier nicht cappen, sondern uns vorsichtig vorantasten. Schauen, wenn das Nashorn schießt, wird er wahrscheinlich aufgehen. Und somit kann dann einer der Teammates den rausnehmen. Der Sieg wäre sicher. Ja, genau das macht hier Gießen auch. Er versucht quasi nur mit seinem Turm rauszugucken, zum Schauen, ob er selbst gescoutet wird oder den Gegner aufbekommt. Und ja, da ist das Nashorn. Oh Gott, wie zum Teufel ist er da hingekommen mit wahrscheinlich einer magischen Nashorn-Tarnvorrichtung und ist der AFK. Das Nashorn ist tatsächlich AFK, die ganze Aufregung umsonst und da haben wir ihn auch getötet. Sehr schön gemacht, wunderbar. Wir gucken uns das Ergebnis mal an und wir haben hier 2700 Erfahrungspunkte gemacht, 140.000 Credits, eine Radley Walters Medaille für 8 Kills, eine Stahlwand. Ein Großkaliber und natürlich unseren Krieger. Panzerass ist ja Ehrensache. Gucken wir uns mal an. Wir haben 5054 Schaden gemacht, 1800 Basiserfahrung. Mein lieber Scholli, das ist ziemlich ordentlich. Und wir haben hier abzüglich Munition und Reparatur tatsächlich fast 100.000 Credits Gewinn gemacht. Und mit Premium-Bonus durch das Fahrzeug haben wir 2970 EP und 270 freie Erfahrungspunkte bekommen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like da. Wenn nicht, dislike das Video. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare oder auch, was euch nicht gefallen hat. Besucht mich mal auf Twitch und Gary out.